Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Psychonauts. Ich habe mich total verdrückt. Oh Mann, jo. Alter, wie lange bin ich unsichtbar? Ach, jetzt geht's wieder. Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Psychonauts. Ich habe mich hier verdrückt und bin nach unten gefallen. Ich wollte eigentlich einen Double Jump machen, dankeschön. Du bist vor allen möglichen etlichen Sachen geschützt. Aber manche Dinge, wie diese Spitze hier, sind immer. Das sollte nicht passieren. Schätzchen, hast du etwa Probleme mit Wasser? Willst du darüber reden? Oh, ist eine lange Geschichte. Später vielleicht. Okay, ich bin immer für dich da, Schätzchen. Aber so etwas ist für Jungen deines Alters völlig normal. Okay, also ich kann nicht über Wasser, aber sonst kann ich aber über die... Okay, aber über die Stacheln kann ich auch nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. So... Ich höre schon wieder so ein komisches. Ah, ja. Rückzugs. Safety Point. Und. Hep. Und. Hep. So. Da gucken wir uns doch mal um. Wo ist denn die Marke? Habe ich die Marke schon? Ja, die habe ich schon. Gut. Dann einmal hier hoch. Wie komme ich hier rüber? Du siehst aus, als ob ich dich anschießen könnte. Oder kann ich einfach rüberspringen? Nein, so nicht. Okay, wie komme ich hier hoch? Ah, ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Autsch. Mean. Schade, dass sie den Damage nicht vertont haben. Mean. Gut, dann spielen wir es halt richtig. Ich muss auf jeden Fall da hoch, da muss ich auf dieses blaue Etwas springen. Auf dieses Trampolin, sag ich mal. Und wenn ich auf dem Trampolin bin, sollte ich zur Tasche bekommen. Richtig. So, ich habe auch gelernt, hey, ich kann das mit dem Tastendruck überspringen. Ich meine, wir haben das jetzt schon bestimmt 11 Trillionen Mal gesehen. Von daher... Na, Sensoren... So, Sensoren, verpisset euch. In diesem verrückten Club ganz nach oben. Den doofen Bobby Zillig im Schweberennen schlagen. Okay. Was ist denn hier? Ich hab hier... Ah, okay, es sind nur Leute von wegen... Boah, geil, tanzen... Mal sehen, wie schnell du bist, Schätzchen. Bereit? Fertig? Los, Baby, los! Gut, dann go, go. Das hier muss ich auch mehrmals spielen. Definitiv. Definitiv. Oh boy, hier werde ich doch nie alle auf einmal sammeln können. Aber das ist egal, denn ich... besiege einfach den blöden Bobby und alle sind glücklich. Gut, außer ich. Da, das hat mir übelst Momentum gekostet, dass ich da festgefallen bin. Das habe ich mir fast gedacht. Aber das ist egal. Den Bobby holen wir schon noch auf. Und da bin ich nicht gesprungen. Na, Bobby! Ich klebe an deinem Arsch. Was willst du dagegen tun? Holy shit. Ja, ich hab dich überholt, Bobby. Blödes Stück Abfall.
Ja, das muss ich bestimmt mehrmals machen. Aber nicht jetzt, oh Gott. Jetzt erst einmal Bobby besiegen. Da wäre es auch rechts reingegangen. Holy... Da kann ich jetzt nichts für, wenn ich verliere. Ich bin einfach zu hoch gesprungen. Ich bin einfach zu extrem, wenn es um sowas geht. Da kann ich mich nicht beherrschen. Aber egal, ich habe gewonnen, easy. Du hast es geschafft, wie ein geölter Blitz. Ich bin stolz auf dich, Schätzchen. Bei dem Tempo hast du meine Partie im Nu erreicht, hm? Okay, wenn du nach oben willst, wo die Musik spielt, dann musst du in diesem Raum verdammt viel schweben, Baby. Gut, dass du so leichtfüßig bist. Okay. Okay. Kann ich. Ich guck mich hier erst einmal unten um und nehme alles mit, was ich sehe. Wie diese Marke hier. Merke, ich habe eine Marke eingesammelt. Dann das hier alles abgrasen. Ah, ich hab schon... Ey, wieso ist das Trugbild hier weg? Wieso bist du hier, Trugbild? Kommen Sie zurück. Blödes Trugbild. Blödes Trugbild. Einfach so verschwinden. Hopp, da haben wir dich. Da ist noch eins. Gucken wir auch, dass wir das bekommen. Hier, Sprung. Und easy erwischt. Ha. Da ist noch ein Trugbild. Sprung und kriegst du beim Schweben etwas mehr Umf als gewöhnlich. Etwas mehr Umf als gewöhnlich. Halt. I saw you. Da war noch einer. Wo bist du? Wo bist du? Hier. Okay, aber du kommst nicht nach unten. Ihr kommt alle nicht nach unten, ne? Nee. Dup, 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 dup. Dann nicht weiter schlimm. Dann gehen wir einfach nach oben. Nach oben. Hier war ich schon, genau. Weiter nach oben. Gut. Da mal drauf klatschen. Ah, jetzt könnte sich das hier drehen. Setze erneut das Psi-Schweben ein, um diese Ringe zum Drehen zu bringen. Ja, ja, das ist mir durchaus bewusst, aber ich bin gerade verwirrt, was ich da drüben machen sollte. Oder wieso es hier auch einen... Wusste ich. In manchen Zonen kriegst du beim Schweben etwas mehr Wind als gewöhnlich. Also auf 45 gibt es wieder eine neue Psi-Kraft. Dankeschön. Ich bin zwar in einem Verstand, aber mein Hirn ist Matsch. Weil ich einfach nicht gut denken kann. Was ist hier? Was ist hier? Aggressive Kapazität erhöht. Du kannst jetzt mehr Psi-Schlagschüsse speichern. Oh, cool. Munitionsnachschub. Nehme ich gerne. Ich habe 5 mehr Munition. Da sage ich doch nicht nein. Da war doch auch irgendwo ein Grüner, ne? Wo bist denn du? Du bist hier irgendwo gewesen. Da bist du. Komm her, danke schön. Und jetzt sollte ich eigentlich in die Mitte kommen. Und mir dabei nach oben gleiten und mir sämtliche Dinge. Gut, dann machen wir halt das auch gleich. Komm, danke schön. Hier? Jawohl. Wo war der dritte? Der war irgendwo hier, ne? Ja, da war er. Und durch. Danke.
dann habe ich das Lasernetz deaktiviert. Und da muss ich noch gucken. Ich habe nämlich den komischen... Also, das Heulen habe ich schon mal gehört. Wo bist denn du? Eingesammelt habe ich hier alles. Ah, gut. Sagte er und fand drei weitere Sachen oder vier. Ah, hier bist du. Ja, du bist direkt auf dem Weg, von daher. Ist ja nicht weiter schlimm. Allen geistigen Müll sortiert. Gut. Mir ist das erst einmal egal. Ich will erst einmal das ganze Zeug hier alles haben. Sowas wie dich hier. So. Hep. Okay, mehr sieht hier aus, als ob es nicht mehr gibt. Da schwebt auf jeden Fall noch was, aber das ist hier okay. Zack. Okay. Dann muss ich wirklich hier rüber. Na, meins, meins. Nice. Okay, jetzt bin ich wieder vollgeladen. Dann würde ich sagen, einfach hier mal alles abspringen. Wenn man das Ganze natürlich auch schafft. Die sind auf gleichen Höhe, dann springen wir diesmal hier rüber. Ha, easy. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und okay, hier hoch will ich. Es ist mir nicht gestattet, hier hoch zu gehen. Dann gehe ich einfach selber hier hoch. Komm nicht darüber. Nein. Ich werde hier bestimmt rüberkommen. Ich muss einfach nur noch mal probieren. Zack. Okay. Hep. Ich muss einfach ein bisschen später springen und früher das hier machen. Dann sollte ich hier genau rüberkommen. Genau. So. Mir fehlen jetzt, ich sehe jetzt wirklich nur noch die beiden hier. Ah, da ist noch einer. Da ist noch ein blauer. Den würde ich doch auch gerne mitnehmen. Es ist mir egal, ob ich jetzt nach unten falle, weil ich bin ja gleich wieder oben. Das ist ja nicht weiter schlimm. So, hier habe ich zwei gesehen. Wen sehe ich denn da? Es ist Rasputin, der rollende Rockstar. Leibhaftig und gerade rechtzeitig. Diese Party wäre öde ohne dich, Schätzchen. Hier, ich habe ein kleines Party-Andenken für dich. Jawohl! Ich habe das Psychonautenabzeichen. Sehr gut. Wie niedlich. Rollen der Rockstar. Man sieht sich, Schätzchen. Danke, Agentin Vudello. Und jetzt zurück zum Labor. Dogen retten. Dogen ist nicht im Labor, Schätzchen. Er sitzt in der Hütte mit den anderen Kindern fern. Ich meinte den Traumdogen aus meiner Vision. Wenn ich rausfinde, was mit ihm los ist, erfahre ich vielleicht auch, wer das Gehirn des echten Dogen gestohlen hat. Oh, ich fürchte, der ist immer so. Wie halt Kai dazuhört. Naja. Bevor ich jetzt zum Gehirnmixer zurückgehe, erst einmal... Sind diese Kacknoobs jetzt eigentlich immer noch da? Ja, es sind immer noch da. Effektiv. Effektiv, ich kann ja jetzt so. Ich müsste ja von hier jetzt...
von hier jetzt den Sprung eigentlich hier nach drüber schaffen. Okay. Unsichtbare Mauer. Unsichtbare Mauer sagt, nein, schaffst du nicht, Arschloch. Mann. Das wäre doch so cool gewesen. Gut. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe hier... Was machst denn du hier? Elton, ich hoffe, du hast nicht auf mich gewartet. Oh je, sorry. Mach einfach weiter. Hey, wollt ihr vielleicht was unternehmen? Okay, die haben sich lieb. Da habe ich nichts dagegen. Ist cool für die, ist cool. Ich hol mir jetzt den Spinnenwebenentferner, Dingsterbumster, Gedönsgerät. Da guck ich mal, weil es hieß. Und zu denen guck ich auch hoch. Wie seltsam. Die haben ihren ganzen Krempel hier liegen lassen. Was ist bloß mit ihnen passiert? Wüsste ich auch gern. Vor allem den. Ach so, das Kamin. Idiot. Gut. Hey, das ist mein letzter Spinnwebentferner. Damit kannst du die Farbe etlicher Psi-Kräfte verändern. Zum Beispiel die Farbe der Schwebekugel und so weiter. Ja, das ist etwas, das jeder junge Psi-Kadett braucht. Nun, die Wünschelrute, pass auf. Wünschelrute, Psi-Kräfte. Das ist mein letzter Spinnwebentferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen mit, um dort aufzuräumen. Diese der hat doch nur 200 gekostet. Will mich der verarschen? Der hatte doch nur... Oh Mann! Also nicht halt die Wünschelrute. Mit der Wünschelrute kannst du verborgene und wertvolle Psitanium-Pfeilspitzen aufspüren. Du rüstest dich aus und achte auf die Veränderung der Farbe und Geräusche. So erfährst du, ob du dich einer verborgenen Pfeilspitze näherst. Sobald du... Okay. Das wäre dann alles. Gut. Sammle mir Pfeilspitzen und komm dann. Fernsehen. Hacky Sack. Ja, Hacky Sack. Oh nein, sie sind alle gehirnlos. Hi, Raz. Vernon, du bist noch okay. Klar, uns geht's gut. Kitty und Franke und ich, wir hängen hier so rum, schauen in die Glotze und erzählen uns was. Fernsehen. Vernon, sieh sie dir an. Das sind Zombies. Ich hab mich schon gewundert, dass ich ihnen so nahe kommen durfte. Und es hat ihr nichts gemacht, dass ich ständig was erzählte. Kitty und ich haben uns sogar mehr oder weniger verabredet, um Hacky Sack zu spielen. Pass gut auf sie auf, Vernon. Ich werde versuchen herauszufinden, was da los ist. Alles klar, Raz. Wusste Venedes eigentlich, dass eine der blutigsten Schlachten des Bürgerkriegs am Ufer dieses Sees geschlagen wurde? Ja, so war's. Das war damals, als das hier noch ein Indianer-Sommerlager und Friedhof war. Eine Gruppe Nordstaatler wurde von ihrem Regiment getrennt. Die Nacht brach herein, es war kalt und sie hatten Angst. Dogen! Fernsehen? Ja, gute Idee. Du wartest hier und ich suche dein Gehirn. Kleiner Scherz. Sie hatten Angst, erschossen zu werden. Okay. Natürlich hatten sie auch Angst vor Dracula. Wer hätte das schließlich nicht? Natürlich, wer hätte schließlich nicht Angst vor Dracula? Was mache ich denn? Vor allem, wie er die Kretfeder hält. Gut. Ich guck hier mal. Ist jetzt lila gut oder blau gut? Okay. Wusste ich.
Ich drücke einfach mal Y. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste halt das einmal gesehen bekommen, so von wegen. So von wegen, hey, so sieht das Ganze aus. Aber hier oben wird's lauter. Hier wird's wieder schwächer. Noch besser. Probleme mit geistigen Spinnweben? Hier im Laden im Haupthaus gibt es doch Spinnwebentferner. Ihr solltet schnell zuschlagen. Ach so. Bevor sie alle ausverkauft sind. Ich muss dann einfach die ganze Zeit. Ich muss dann einfach die Taste mehrmals drücken. Alles klar. Aber wie viel gibt mir das? Naja, ich glaube, das gucke ich mir mal so ein bisschen an. Kann sein, dass ich jetzt wirklich mir mal... Ich bin doch schon Level 20, ich bin doch schon... Pah. Aber ich muss hier, der hat 200 gekostet, du kostet jetzt auch 200, gottverdammte Kacke. Naja, Leute, das soll es für den Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Psychonauts. Bis dahin, ciao, ciao.